Wie müssen wir unser Verhältnis als Mensch zu den Tieren ändern, damit wir eigentlich aus dieser Corona-Krise jetzt auch was lernen würden? Wir brauchen Achtung vor der Würde des Tieres. Wenn wir an Ursachen der Corona-Pandemie denken, so ist es in einem großen Maße auch das Leid, was wir Tieren zuführen, wo wir sie auf engem Raum aus ihrem Lebensraum hinausnehmen und unendliches Leid zufügen. Und wir kennen, dass gerade Viren, die in lebenden Organismen sich befinden, die in uns Menschen sich befinden, als Mikrobiom beispielsweise, aber genauso auch in der Tierwelt, dass die durch Stress und Leiterfahrung, also seelische Erfahrung, sich verändern können. Und es ist denkbar zumindest, dass gerade das Leid, was Menschen Tieren anführen, auch zu viralen Veränderungen, Mutationen führen kann. Und wenn Tiere dann auf engem Raum beieinander leben müssen, dann kommt es natürlich auch zu einer viel schnelleren Ausbreitung von Viren. Insofern, auf Ihre Frage bezogen, wir brauchen Achtung, wir brauchen eine Achtung vor der Würde des Tieres und müssen einen Lebensraum auch für diese Tiere belassen und gestalten, der ihren physiologischen Zusammenhängen entspricht. Was können wir denn aus der Corona-Pandemie lernen als Menschen in Bezug auf unser Verhältnis zum Tier? Ja, wir gehen ja mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dieses Virus oder Vorläufer davon von Tieren übergesprungen sind. Das heißt, die Artgrenze sozusagen übersprungen haben. Und wieso das? Weil diese Tiere in einer ganz hohen Stresssituation durch Massentierhaltung gewesen sind und das aus sich herausgesetzt haben. Das heißt, lernen können wir zwei Sachen. Erstens, diese Massentierhaltung, die industrielle Tierhaltung, ist den Tieren unwürdig, uns unwürdig und ein hohes Gesundheitsrisiko. Und das sollten wir möglichst schnell abschaffen. Und möglichst schnell heißt sofort. Es gibt keinen Grund, das weiterzutreiben. Das Zweite ist, wenn wir jetzt die Tiere integrieren in einen umfassenden landwirtschaftlichen Betrieb, wenn wir sie nicht ausstoßen und sagen, wir machen nur noch Veganismus, sondern wir nehmen sie hinein, dann kreieren wir Möglichkeiten, dass unser Immunsystem, unser ganzes Gesundheitswesen eigentlich wie mit unterstützt wird von einer positiven Virologie, würde ich mal sagen. Also wir könnten wie Gesundheit-Hotspots eigentlich kreieren als Service an die ganze Gesellschaft, wenn wir die Tiere integrieren.